willkommen zurück zu Brevage. Und ja, ne, wie geplant, ich bin wieder gesund und habe auch schon wieder was gegessen. Und ich wollte erstmal stufflos werden. Ich war ja fleißig. So ganz dezent. So, das Ding behalten wir natürlich. Und, Moment. Das können wir jetzt hier wieder reinpacken. Okay, gut. Ich hatte ja nur Rohstoffe. Genau. Möchte ich noch Sauerstoff haben? Nee, ich glaube nicht. Gut. Will ich nochmal darunter? Ich glaube, darunter wäre eigentlich nochmal gar nicht so doof. Um nochmal Blei mitzunehmen. Und was es sonst noch so gibt. Wir können ja auch das Ding nochmal auffüllen. Das heißt, es dürfte gehen. Ich hätte es vielleicht doch noch näher daran machen können, weil es ist echt ein... Es sieht so nah aus. Aber es ist doch noch ein übel weiter Weg bis dort rein. Es ist schon... Hui, 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 sage ich mal. Hui, hui, hui. So. Flieg, Vögelchen, flieg. Sei ein gutes Vögelchen. Flieg. Achso, mein Zeug ist alles gar nicht mehr so gut, ne? Ja. Das ist natürlich bescheiden. Ich finde immer noch gut, dass das mit anzeigt, wie voll das Ding ist. Da haben sie zum Glück mit dran gedacht. Ich hoffe, diese Aufladestation lädt auch komplett auf. Also nicht nur so ein bisschen, sondern halt wirklich komplett. So, jetzt mit Vollspeed da rein. Eigentlich muss ich dann bei der Hälfte umdrehen. Es ist echt noch weit. Ich fliege halt doch recht lahmarschig. Um es mal so zu sagen. Ich müsste nämlich bald schon wieder umdrehen. Ich kann also nur ganz schnell irgendwas machen. Komm rein in dieses gigantische, farbliche, rosettenartige Loch. So. Und gleich müsste ich halt tatsächlich schon wieder umdrehen, theoretisch. Und zwar jetzt. Ich komme halt nicht weit genug. Ich muss noch so ein Ding bauen, was ich dann hier reinzimmer. Weil da hinten geht es auch noch weiter. Okay. Das weiß ich jetzt. Und werde ich so machen müssen. Also bleibt mir nichts anderes übrig. Ich brauche noch so einen Luftballon. Naja. So, steil drauf zu. In der Hoffnung, dass wir es schaffen. Es ist halt wirklich weit. Gleich dürfte schon die Meldung kommen. Also ein bisschen Schaden werden wir wohl nehmen. Ob wir das wollen oder nicht. Unheilvolle Musik. Ich bin am Sterben. Es ist tragisch. Schrecklich. Und gleich kommt der Schaden. Aber wir sind auch gleich da. Ich sehe es schon. Und atmen. Gut, jetzt sind da nur noch 30 drin. Besonders der Punkt ist eigentlich gar nicht so gut, weil hier gibt es nicht sonderlich viel. Ich kann jetzt natürlich hier mal das ganze Metall und so mitnehmen. Was hier so rumschwebt. Ah, schön. Denn davon brauchen wir eh ständig und viel. Ist halt einfach so.
Okay, hier kann man echt überhaupt nichts machen mit dem Schiff, ne? Das ist einfach... Da ist die Farbe aus jedem Loch gekrochen. So, dann holen wir uns mal den letzten Sauerstoff und füllen das mal auf. In der Hoffnung, dass es dann auch richtig voll ist. So, laden. Geil. Das macht das Ding wirklich voll. Bin dezent begeistert. Versuchen hier noch ein bisschen auf dem Weg ein bisschen Stuff, durch den wir eh durchfliegen, mitzunehmen. Da müssen wir mal gucken, dass wir tatsächlich, also Anzug endgültig mal fertigstellen und noch so ein Sauerstoffgedingsgebumse. Damit ich den da drin platzieren kann. Damit ich da in aller Ruhe mal ein bisschen tun und machen kann. Das wäre schon von Vorteil, würde ich behaupten. Hier müssten wir auch mal weiter. Das ist nämlich auch nochmal was. Eigentlich brauche ich da dann auch so ein Gedingse. Hier, wir nehmen noch ein bisschen einiges getrunken in letzter Zeit. So. Rein hier. Hallo, guten Tag. So. Wie sieht das jetzt aus? Bleilackierung brauche ich. Farbe und Blei. Das dachte ich mir schon. Wie viel Bleilackierung brauche ich denn? Zweimal. Theoretisch dreimal. Okay. Theoretisch dreimal Bleilackierung. Erstmal können wir... hier alles noch da reinräumen. So, dreimal Bleilackierung bedeutet auch ich kann nur zweimal, weil ich nur zweimal Farbe habe. Okay. Dann wird es erstmal wirklich nur der Anzug. Das ist aber gar nicht so schlimm. Eine Stoffrolle und viermal Aluminium. Was? Riesiger toter Mann ohne Kopf fliegt an mir vorbei. Ich berechne und gebe dir Koordinaten. Vielleicht gibt es... Ja, okay. Mach das. Stoffrolle braucht vier Stoff. Vier Stoff. Also vier Stoff und vier Alu. Vier Stoff und vier Alu. Okay. 3, 4 Alu und jetzt brauche ich noch Stoff. Ich hoffe, ich habe noch Stoff. Ja, 1, 2, 3, 4. Okay. So. Stoffrolle. Ching. Und schon kann ich mir den Anzug machen. The protection level against radiation is still insufficient for the flight to the evac point. You still need to improve the equipment or click exit game in the menu of your spacesuit, which will solve all your problems. Okay. Den rüsten wir aus. Okay. Der ist jetzt sehr rot. Strahlungsschutz plus 50. Sieht immer noch aus wie vorher. Na gut. Ändern. Das ist dann der jetzige. Erweiterter Raumanzug. Okay. Oh, gibt viele. Müsste 5 oder 6 geben. Das ist jetzt der erweiterte. Den habe ich. Also zumindest den Raumanzug habe ich davon an. Ja, das ist der alte. Das ist der neue. Den Helm habe ich noch nicht. Das ist der hier. Da brauche ich nochmal Bleilackierung. Da brauche ich auch Glas.
Glas habe ich gerade so irgendwie nicht. So, was brauche ich denn hierfür nochmal? Ein Alu. Sauerstoffkerze. Wie bekomme ich denn eine Sauerstoffkerze? Wie baue ich denn die? Sauerstoffkerze. Metall und Batterie. Ach, die Dinger sind das. Okay. Und dickes Isolierband. Habe ich noch Gummi? Habe ich noch Gummi? Gummi. I need Gummi. Gummi. Für ein Isolierband. Gut. Ein Alu, ein Metall, eine Batterie. Ah, ich habe schon wieder die Lampe weggeworfen. Ein Alu. Ein Metall und eine Batterie. So. Dann eine Kerze. Gut. Und ja, das Ding. Schön. Okay. Ich hoffe, das lohnt sich. Erstmal das hier wieder ausrüsten. Und dann würde ich das hier wieder dahin ausrüsten. Und dann fliegen wir mal los, und zwar auf die rechte Seite. Und schauen uns das mal an. Ah, das ist das, was sie markiert hat. Das ist nur 4000 weg. Das ist ja gar nicht. Nee, das war die falsche Taste. Okay, das kriegt natürlich wieder blau. Aha. Und wir fliegen los. Der Hoffnung, dass das was wird. Bis jetzt bin ich nicht in die Richtung, weil kalt. Genau. Wegen Gefrier. Deswegen bin ich da auch noch nicht hin. Aber das scheint auch über Strahlung zu laufen, glaube ich. Fürchte ich, denke ich. Mein neuer Anzug sollte da ein bisschen was tun. Aber man merkt schon, wie es friert am Bildschirmrand. Ein Sarg mit Armen und Beinen und Blaster vorbeifliegen. Es ist wahrscheinlich Halluzinationen, aber ja. Okay, mir wird immer kälter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich sehe halt nichts mehr. Also gar nichts. Ah, jetzt tauche ich wieder auf. Gut, das ist weit genug weg. Dann muss ich das hier irgendwo hier mittendrin aufstellen. Das andere ist da unten. Hier ist auch noch was. Das sind noch 200 und. Gefriergefahr. Nee, wollen wir nicht. Installieren. Bestätigen. Atmen. Das hat gut funktioniert. Jetzt haben wir hier noch so eine Station. Das ist sehr gut. Dann würde ich mir tatsächlich erstmal das hier angucken. Wenn wir gerade mal hier sind. It looks like an underage child's cabin. I hope we won't find any dead children here, otherwise we will never escape the attacks of human rights activists. Ich hoffe auch, dass wir keine toten Kinder finden werden. Das wäre echt heftig. Okay. Kabel und sowas gibt's. Ein Ball. Ein gewöhnlicher Gummiball. Die Bestattungsagentur gibt solche Bälle an Kindern. An Kinder, die bei einer kosmischen Beerdigung anwesend sind. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte schon immer einen haben. Jetzt hast du einen.
Oh, hübsch gezeichnet. Oh, was ist das? Eine Schere? It seems that the drawings are made by an adult or a foot. It's not possible to identify this precisely. Oh, okay. Doppelballon. Das klingt nach mehr Atemmöglichkeit. Herr Heuchler. Ein Poster mit dem berühmten Superhelden Herr Heuchler. Propaganda gegen Sexismus, Rassismus und andere Ismus in all ihrer Pracht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie haben diese Schätze nicht im Fernsehen gezeigt, als ich ein Kind war. An ordinary poster with a movie hero for kids over 25 years old. Ja. Aber ja, sonst irgendwas. Sieht irgendwie nicht so aus. Noch ein bisschen Stoff. Ah. Mürrisches Huhn. Ein Huhn aus der seltenen Reihe von sammelbaren Plüschtieren. Murrays. Okay. Diese wurden zum fünfjährigen Jubiläum der gleichnamigen Zeichentrickserie über unglückliche Bestien verkauft. Diese mürrische Bestienbrut wird euch die Rippen brechen, kleine Kerle. Du, 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 du. Okay. Ich erinnere mich nicht an den Rest dieses Liedes. Ja, das ist auch okay. Aber wir haben endlich ein Plüschtier, was auch wirklich Plüschtier ist. Ja, klar. Oh. Gummi nehme ich mit. Noch mehr Gummi. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite, oder? Eigentlich. Ja, das ist eigentlich drunter. Aber ich nehme es mit, so viel Gummi gibt es nicht. Bis jetzt zumindest. Indes. Kiste Salz. Okay. Sehr viel Salz kommt da jetzt nicht bei rum. Oh, Sauerstoff. Wo haben wir's? Kriegen wir hin. Das muss ich dann auch noch grün färben. Es reicht auch akkurat. Das finde ich gut. Schön. Und wieder hin. Ich bin noch nicht fertig. Haltbarkeit lässt zu wünschen übrig. Wir können mal, ja, den hier wieder ausrüsten, für den Fall, wir finden hier noch irgendwas. Das ist ein sehr hübscher Kindergarten. Okay. Das hält sich alles so ein bisschen in Grenzen. Hier ist noch mehr Salz. Oh no, that's what I was worried about. Was? Oh. Leiche auf dem Rücken eines Pferdes. Sein Gesichtsausdruck ist auch ein bisschen special. Hold on. The data analysis shows that this subject is 45 years old. This is an ordinary dead man with signs of drug intoxication. His body is reduced in half and he was killed in a sadistic way. It's all right. We've avoided a scandal. Okay. Ich würde das Ding gern mitnehmen. Ist dies möglich? Offensichtlich nicht. Ja, der hatte Spaß beim Sterben. Der ist 45 und war da drin. Das ist begeisterungswürdig. Bild eines Kondoms. Achso, das ist aber das auf der anderen Seite. Ja. Hier ist nochmal Salz. Da ist nochmal Salz. Wir nehmen das Salz mal mit. Und noch ein Gummi. Das ist gut. Denn das werden wir wahrscheinlich brauchen. Und Alkohol. Ich brauche Sauerstoff. Wir holen uns nochmal einen Schwung und gehen nochmal hin. Es gibt immer echt viel zu finden dort. Und ich brauche was gegen die Kälte hier drüben. Ja, wir werden Schaden kriegen. Auch noch ein bisschen.
Okay. Ja, der Ballon wird kleiner. 134, das ist jetzt nicht mehr so viel. Wir brauchen dann Aufladestationen. So, ich möchte hier aber natürlich trotzdem nochmal schauen. Ja. Mein Bohrer ist auch fast hin. Also da lohnt sich jetzt nicht unbedingt nochmal was mit anzufangen. Hier gibt es nochmal Kabel und das dürfte Alkohol sein, jawohl. Ja, Kabel nehmen wir mit, weil wir gerade hier sind. Okay, sonst ist hier aber nicht wirklich was. Das ist schade. Also, war schon genug. Ist halt die Kindertagesstätte. Die, naja, also, wie er schon sagte, ist zumindest kein Kind da. Nur ein 45-Jähriger auf einem Einhorn-Schaukelpferd. Das ist... Ich möchte dies nicht kommentieren. Ich möchte einfach nicht. So, jetzt warten wir uns hier nochmal ein bisschen auf. Und dann fliegen wir zurück. Gucken erstmal, was wir brauchen, um den nächsten Ballon zu machen. So, Doppelballon wäre natürlich sexy. Das klingt nach noch mehr Atemluft. Das mit dem Gefriergedöns ist natürlich hart. Dass einem das so die Sicht zufriert. Wenn ich deinen genauen Standort kenne, kann ich dir irgendwie helfen. Du kannst es aber wohl lassen. So wie dein Profilbild aussieht, hast du nicht so sonderlich viel an. Wie willst du hierher kommen? So. So. Was ist das eigentlich? Das sind irgendwelche Kisten wahrscheinlich. Ja, der Sauerstoff reicht gut von Punkt zu Punkt. Ich muss die ein bisschen clever positionieren, die Dinger. Damit ich wenigstens von Sauerstoffstation zu Sauerstoffstation ohne weiteres durchkomme. Das wäre schon ganz geil. Hier komme ich mit über 50 an. Das ist eigentlich mehr als in Ordnung. So, zeig mal her. Doppeltank. 2 Kondome. 4 Plastik. Und, okay, Kabel habe ich. Ich brauche dickes Isolierband. War zweimal. Ich glaube, ich kann das nämlich sogar bauen. Okay. Ich brauche noch ein Kondom und 4 Plastik. 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 1, 2, 3, 4. So. Noch ein Kondom müsste ich hier drin haben. Ja, aber natürlich. So. Dann machen wir daraus mal was Tolles. Und zwar den Doppelballon. Ching. Nice. Brillant. 2 Kondome gefüllt mit lebensspendenden Sauerstoff und über ein komplexes System aus Schlauch und Isolierband miteinander verbunden. Das ist eine echte Sauerstoffflasche. So ist es. So. Ich kann, denke ich mal, plus 50 und die natürlich dann plus 100. Ja. Und wenn ich die ausrüste, ist natürlich die nicht mehr ausgerüstet und die kann ich im Grunde genommen wegpacken. Oder wegschmeißen. Kann ich die eigentlich, ich kann die nur fallen lassen. Ich kann die nicht zerlegen. Das ist ja blöd. Warum? Kann man das nicht zerlegen? Ich würde das gern zerlegen und so einen Teil meiner Rohstoffe wiederkriegen. Das wäre eigentlich ganz geil. Nee, hier ist auch nur ausrüsten. Okay. Schade. Sehr schade sogar. Na gut. Dann kommst du da rein. Scheren hatte ich da auch drin, die kommt da auch rein. Alkohol nicht. Und Salz gehört auch zu essen.
Hier packen wir natürlich Stoff rein und die Kabel. Der Rest ist Nahrung. Also, naja, Nahrung. Öffnen. So. Gut. Warum ist die Kiste eigentlich verschoben? Verschiebe ich die beim Dagegenlaufen? Oh ja. Ich verstehe. Da fällt mir direkt ein. Wir haben ja hier noch gewisse Sachen. Ah ja. Du kommst hier vorne direkt ans... wir müssen dich mal komplett drehen. So. Jawohl. Und wir haben das Schmugglerauge. Wir haben Ball. Okay. Ich hab Ball. Den legen wir mal hier hin. Wunderschön. Und ich habe immer noch das Auge. Es ist ein Auge. Es ist schon ein bisschen widerlich, ist es ja. Wir können ja das Auge einfach mal. Ich weiß auch nicht so recht. Wir legen das mal. Es ist. Also. Mit einem kritischen Blick. Soll es mir zuschauen. So. Und dann haben wir natürlich noch das Poster. Wo klatsche ich denn das jetzt hin? Haben wir hier noch irgendwo eine Wand? Nicht so richtig, ja? Passt das hier unten dran? Was passt da unten dran? Ah? Nice. Herr Heuchler, die Legende. Na gut. Wir sind aber auch schon am Folgenende angekommen. Ich mach nochmal schnell den hier wieder. Genau. Wir sind am Folgenende angekommen und dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao, ciao.